Mama ist immer für dich da.
Wie lieb hast du deine Mama? So lieb. Sie lässt dir die Freiheit, die du brauchst. Doch wischt sie dich mit deiner ersten Kippe im Mund. Fliegt deine Schachtel sofort in den Müll. Sie weiß ganz genau, was du verschweigst. Und kommst du ab nach Haus mit dem Kühlschrank am Hals, dann wischt sie mal eben deinen Rollkragen Pulli. Lass dich feiern, dein Mädchen.
PS, komme nicht auf die Idee, Seite 24 auszuprobieren. Schmerzhaft. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 17., mein Großer. Noch ein Jahr und dann bist du volljährig. Da müssen wir was machen. Ah, du kannst deine Freunde einladen und dann feiern wir im Garten. Toll, ein Stein. Ich dachte, da wären die Schlüssel zu meinem neuen Mobil. Das ist ein Bernstein, den habe ich selbst am Strand gefunden. Toll. Der Stein ist ja eigentlich kein Stein, sondern gehärtetes Baumharz. Hm? Und die Sonnenenergie, die Pflanze damals gespeichert hat, die ist immer noch im Stein. Ups. Immer diese blöden, selbstgebastelten Geschenke. Der Stein gibt Zuversicht und Vertrauen und lindert Kopfschmerzen und hilft dir, wenn du mal traurig bist. Ja, super. Till, hör zu. Wir haben nicht viel Geld. Bald wirst du studieren. Wie soll ich denn ein Studium zahlen, wenn ich unsere Ersparnisse für ein Motorrad verliere? Ich will aber ein Moped. Und ich will, dass du studieren kannst, was du willst. Ich kann nicht hören. Ja. Darf ich mir wenigstens etwas anderes wünschen? Nichts Großes. Was du willst, Till, was du willst. Erzähl mir mehr von meinem Vater. Du siehst ihn von Tag zu Tag ähnlicher. Ach, das heißt schon seit Ewigkeiten. Wie war er? Und warum hat er uns verlassen? Wegen mir? Ach, das ist Unsinn, das weißt du. Nein, das weiß ich nicht. Schließlich redest du nie von ihm. Ich bin müde. Ich habe heute schon zu viel gearbeitet. Ich werde mir jetzt eine leckere Tasse Tee machen. Ich weiß, dass du nicht darüber reden willst, aber langsam bin ich alt genug, um zu wissen, wer mein Vater ist. Nicht jetzt, Till, ich habe Kopfschmerzen. Du hast in letzter Zeit aber ziemlich oft Kopfschmerzen. Eine leckere Tasse Tee, ein bisschen Ruhe und dann bin ich wieder wie neu. Ne? Schlüsselblume mit Johanniskraut. Selbst gepflückt wirkt Wunder. Du lenkst schon wieder ab, das machst du immer. Reicht dir deine Mutter etwa nicht mehr? Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Ich will doch nur, naja, wissen, wer ich bin, wo ich herkomme. Wie war er? Wie sah er aus? Dein Vater war ein toller Mann. Solche gibt's auf jeden Fall nicht viele. Attraktiv und nett, gut im Bett, einen besseren habe ich nie gekannt. Seine Augen waren blau, grau, grün oder braun. Diamant. Die Haare waren blond, nein braun, aber schwarz, auf jeden Fall gelockt. Glänzend im Licht, voll und dichter waren Wirbel, genau wie deine. Er war ungefähr so groß wie du, oder nicht? Auf jeden Fall größer, weder dick noch dünn. Die Augen waren grün, ich glaube, er war dann eher kleiner. Nein, warum fällt mir nicht ein, wie dumm kann man denn sein, wer dich sind die? Ach nein, so langsam glaube ich, du bist wirklich alt. Hast du mir nicht eben erzählt, ich hätte die gleichen blauen Flammen in den Augen wie mein Vater? Thank you.
danke. Ich dachte mir, ich bring dir die Eier zurück, die ich mir letztens geliehen habe. Sind da drin? Woher wusstest du, dass ich Geburtstag habe? Mein Geheimnis. Und da das streng genommen kein Geschenk ist, sondern nur meine Leihgebühr, habe ich noch was Kleines für dich. Ist nichts Besonderes, also ich hoffe, du magst die Kritik. Schlüsselblume mit Johanneskraut. Wird Wunder bei Kopfschmerzen. Vielen Dank. Geburtstagskuchen. Oh, dir. Ja, ist persönlich. Ich bin manchmal schrecklich unsensibel. Von wem ist er denn? Von deiner Freundin? Ja, ich habe keinen Freund. Ich meine, von meiner Mutter. Oh, das ist ja toll. Meine Eltern rufen immer nur an. Die sind viel zu faul zum Schreiben. Und dabei finde ich Briefe irgendwie viel persönlicher. Oh Gott, ich bin schrecklich altmodisch. Nein, finde ich auch. Manche Dinge kann man besser schreiben, weil sie immer falsch klingen, wenn man sie ausspricht. Genau. Ein Kamasutra! Meine Mutter könnte mir das niemals schenken. Oh, ich weiß noch, wie sie mich aufklären wollte. Mütter! Ja. Wow, seit 24 sieht sie irgendwie schmerzhaft aus. Also... Nein, dann habe ich es nicht selbst gemacht. Dann nehme ich deine Hand und führe sie.
Farbe, sondern deine Iris haben? Blau. Genau wie deine Augen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du blaue Flammen in deinen Augen hast? Ja. Deinen Pfleger an und spreche mit ihm. Ach, Tee, sonst bin ich den Auftrag los.
deine Gesundheit ist erst einmal wichtiger als das Geld. Na ja, wovon wirst du dann dein Studium zahlen nächstes Jahr? Ich rufe jetzt einen Pfleger an. Läuft dein Studium so? Nette Kommilitonen?
Schon? Also, ich mochte dich ja ehrlich gesagt schon vom ersten Tag an. Ach. Na, wirklich? Als ich dich gesehen habe mit deinen flammend blauen Augen. Oh, ups. Jetzt ist der halbe Korken in der Flasche. Super. Hast du einen, so einen kleinen Sieg vielleicht? Ja. So, einen Moment. Oh, noch ein bisschen. So jung wie heute kommen wir nie wieder zusammen.
Ehrlich gesagt siehst du den ganzen Tag schon nicht so fit aus. Boah, du weißt, wie man einer Frau Komplimente macht, hä? Du kommst jetzt mit. Ich habe nämlich ganz und gar keinen Spaß, wenn meine Mutter umkippt, weil sie nach ihrer Hirn-OP meint, sie wäre 16. Ich bin wohl alt genug, um das selber zu entscheiden, hä? Und falls du es noch nicht wusstest, das tue ich schon ein paar Jährchen länger als du, mein Sohn. Prima. Tanz dich in den Kreislauf mal ab. Okay. Ich gehe ins Hotel. Ja! Was? Irgendwie zu viel? Ich find's cool. Hey, komm, lass uns noch ein bisschen tanzen. Komm, tanz! Hey, komm jetzt! Hör auf! Okay, dann eben nicht. Steht so ein Netz ohne Knoppelt im Boden, im freien Fall aus allen Folgen hier raus. Warum ist die blanke Panik in mir aus? Kann keine klaren Gedanken mehr fassen, sieh ich sie an, sieh ich ein Abbild von dir. Ich merke, dass ich den letzten Grad verliere. Dein Lächeln ist auf ihrem Gesicht, in ihren Augen seh ich deine. Fühl mich zum ersten Mal nicht mehr alleine. Warum lässt du mich nicht los? Lass mich endlich los. So wie im Traum schwebe ich durch mein Leben. Ein Kuss von ihr reicht, um sterblich zu sein. Doch plötzlich holt die Vergangenheit mich ein. Ich war nie alleine.
habe ich die Augen deines Vaters aus deinem Gesicht blitzen sehen, die gleichen blauen Flammen. Und das heißt nicht, dass du ihn ersetzt oder dass du bist wie er. Ich meine, niemand kann einen anderen Menschen ersetzen. Aber manchmal lebt ein Teil eines Menschen in jemand anderem weiter. Lass es bitte, bitte mehr sein als Liebe ohne Hoffen. Weil das Erste, was ich dachte, als ich deinen Vater sah. Ich tat alles, was ich konnte, um zu beweisen, dass die andere mit der Hand in Hand im Park ging, nicht die Traumfrau für ihn war. Lass es bitte, bitte mehr sein. Seinen Armen, als die Morgensonne schien. Doch zu Hause saß seine Frau und fragte sich, wo er blieb. Ich kam mir schäbig vor, doch habe ich ihn geliebt. Ich konnte nur Abschied nehmen von ihm. Ich konnte nichts anderes tun als ihn. Wir durften uns nie wiedersehen. Du musst bitte, bitte hier sein, flehte ich am Telefon mit dem Test in meinen Händen. Und sofort kam er zu mir. Ganz egal, was ich auch sagte, er versprach bei mir zu bleiben, für mich und unser Kind.
Iris. Ich hätte dich nicht anrühren dürfen. Ich muss mich mal entschuldigen. Schon okay, ich verstehe. Du hast gerade sehr viel Blumen. Alles klar? Wir sehen uns dann. Wo bist du hin? Du warst letztens plötzlich so komisch. Und da wollte ich nachsehen, ob mit dir alles in Ordnung ist. Aber anscheinend ist bei dir alles doppelt in Ordnung. Ich hätte dich nicht anbringen sollen, aber du hast mich an jemanden erinnert und da wurde mir alles zu viel. Ja klar, es sind zwei zu viel. Wovon redest du? Ach Mann, vergiss es. Hey. Iris. Es tut mir sehr leid. Du hast mir gesagt, du hättest keine Freundin. Ich habe auch keine Freundin. Ich liebe und vermisse dich. Dein Mädchen? Wie kommst du dazu, in meinen Sachen rumzuschniffeln? Der Brief lag offen auf dem Sofa. Ja, deswegen brauchst du ihn noch lange nicht lesen. Du hast mir gesagt, du hättest keine Freundin. Ich habe keine. Der Brief ist von meiner Mutter. Von deiner Mutter? Eine blödere Ausrede ist dir auf die Schnelle nicht eingefallen. Du hast mir gesagt, deine Mutter wäre tot. Meine Mama ist tot. Ja, klar. Und bei der Himmelspost hat sie ihn aufgegeben? Auf dem Brief steht das Datum von diesem Weihnachten. Ja, da fällt dir nichts mehr ein. Weißt du was? Ruf deine Mama an und heul dich bei ihr aus. Aber wag es ja nicht, mich noch einmal anzusprechen. Was machst du da eigentlich? Ich schreibe gerade deine Geburtstagskarten für die nächsten 80 Jahre. Dann kriegst du von deiner Mutter noch Geburtstagskarten, bis du weit über 90 bist. Also das können nicht viele Menschen... Oh, bringst du mal mit bitte die... Du weißt schon. Sterbehilfe? Daran darfst du nicht denken. Ach, doch kann ich wenigstens denken. Die Ärzte haben es mir erklärt. Der Tumor wächst und wächst und wächst und wächst und drückt immer mehr aufs Gehirn. Vielleicht kann ich irgendwann mal nicht mehr reden oder ich verliere nach und nach die Kontrolle über meinen Körper. Kopfschmerzen werden immer schlimmer und stärker und die Morphiumdosis wird immer höher. Wie soll das noch werden? Du darfst nicht aufgeben. Ich will dir nicht so lastern. Ich kann verstehen, wenn du es nicht mehr aushältst. Nichts da. Ich will, dass dich jemand psychisch betreut. Ich wäre da schon allein mit fertig. Ein todkranker Mensch im Haus ist nichts, was man mal eben so wegdenkst. Was will mir so eine Psychotante dann helfen? Die hat doch eh keine Ahnung. Till, du kannst nicht alles in dich hineinstecken. Du musst die Dinge auch mal loslassen und rauslassen. Ich gehe doch zu keinem Seelenkrempel, nur weil du krank bist. Ich werde sterben. Also entweder wirst du psychisch betreut und keiner Widerrede kennt, oder ich gehe ins... Auf einer, wie ich schwebe.
Ich will bitte.
auf mehr Verantwortung fliehen. Wäre ich nicht mehr da und sichtbar, alles wäre so leicht, könnte ich mir diese Krankheit entziehen. Mal was anderes sehen, nach draußen gehen, irgendetwas tun, kopflos auf die Straße hinaus. Menschen rundherum grinsen dumm, glotzen mich nicht so an, so langsam muss ich wieder nach Hause. Thank you.
Mama? Liebe Tim, ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr. Was wünscht man seinem 19-jährigen Sohn für das neue Jahr? Gesundheit, Freundschaft, Erfolg und eine liebe und hübsche Freundin vielleicht. Lass es dir gut gehen. Ich liebe dich. Dein Mädchen. Weißt du was, Mama? Du hast es dir verdammt leicht gemacht. Hast mir ein paar nette, aufmunternde Briefe geschrieben und dachte, dass das reicht. Eine liebe und hübsche Freundin. Ja, und zwar eine, die mich da und an dich denken lässt. Du bist tot und ich muss damit leben. Ich muss damit leben. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Es war einfach zu viel, zu viel.